Grüße euch. Wir kommen heute wieder zu einem weiteren How-To-Anleitung-Hilfe. Diesmal der zweite Zehner-Medium der Deutschen, der E50M. Inwiefern unterscheidet er sich zu seinem Vorgänger, zum E50? Die sind sich optisch sehr ähnlich. Der E50M ist etwas flacher und erteilt einige bauartbedingte Spezifikationen, die der E50 hat, nicht mehr. Obwohl sie sich recht ähnlich sehen, gibt es doch einige gravierende technische Unterschiede. Zum Beispiel ist beim E50M das Getriebe und der Motor hinten. Das heißt, wie man hier sehen kann, der Antriebszahnkranz ist hinten. Der Panzer ist vorne nicht mehr gefährdet, dass man ihn in Brand schießen kann. Von daher habe ich auch das Setup dementsprechend anders gewählt, was der Panzer fährt. Was vorne noch nach wie vor ausgenockt werden kann, das ist der Fahrer. Die Wahrscheinlichkeit auf Brand oder ähnliches gibt es aber hier nicht mehr von vorne. Auch die vom Schadensmodell ist er ganz ähnlich wie der E50. Also Turmtreffer führen oft genug zu Munitionslagern, zu beschädigten Munitionslagern, Richtschütze ausnocken, Kommandant ausnocken. Aber ansonsten ist das ein ziemlich robustes Vehikel. Der Panzer wiegt maximal eine Tonne mehr als der E50 und hat aber 300 PS mehr. Das heißt, er wird deutlich agiler. Wir haben jetzt hier eine Wendegeschwindigkeit von 44 Grad in der Sekunde von der Wanne. 30 Grad Turmdrehgeschwindigkeit bleibt gleich. Die Feuerrate bleibt ebenfalls identisch. Der Schaden bleibt auch gleich pro Schuss. Aber die Kanone an sich verändert sich nochmal. Und wenn wir uns das angucken, haben wir hier auch eine 10,5 cm Kanone, 6,25 Schuss die Minute. Der mittlere Durchschlag sind 270 und damit hat er mit regulärer Munition den höchsten Durchschlag von allen 10er Mediums. Der normale, in Anführungsstrichen, Wert sind 268, den teilen sich die meisten. Der E50M hat hier 2 mm mehr. Kann man sich nichts dafür kaufen, aber ist nice to know. Also das ist der Panzer mit dem höchsten Durchschlag von den 10er Mediums. Mit Premium 330 Durchschlag mit HE 60. Man muss dabei wissen, was auch beim Grind, wenn man den E50 gespielt hat und dann auf den E50M geht, eine kleinere Umstellung ist. Der E50 schießt reguläre Munition AP. Der E50M schießt reguläre Munition APCR, was dazu führt, dass die Geschosse deutlich schneller werden, aber dass die Normalisierung deutlich mehr Gewicht bekommt. Das heißt, man kann mit APCR natürlich in gewissen Situationen abprallen, wo die AP-Munition durchgegangen wäre. Es liegt dann einfach vom Auftreffwinkel von den Geschossen. Das ist eine Eigenheit, die APCR mit sich bringt. Er hat, ich müsste nachher gucken, aber ich glaube 1478 Meter pro Sekunde schafft es, ist die Geschossgeschwindigkeit hier. Ist also trotzdem im gleichen Durchschlag, den der E50 mit APCR, also mit Premium-Munition hat, sind die Geschosse hier etwas langsamer. Der E50 hat 1500 Meter pro Sekunde. Dafür ist es ist halt die reguläre Munition auf dem Panzer. Mittlerer Schaden pro Schuss sind 390, wie gesagt gleichbleibend. Streuung bleibt auch gleich, 0,3, Zielerfassungszeit so 2,1 Sekunden auch gleichbleibend. Somit verändert sich da eigentlich das Einzige an dem Panzer, also wirklich mehr passiert nicht. Er wird mobiler, also die Wendegeschwindigkeit, wie gesagt, geht hoch. Höchstgeschwindigkeit bleibt bei 60 km/h. Er hat, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, aber ich bin mir recht sicher, er ist der Medium mit den meisten Hitpoints auf Tier 10. Ich glaube, der Patton folgt auf Platz 2. Der M48 Patton von den Amis hat 2000 HP, wenn ich nicht komplett falsch gewickelt bin, aber ich bin mir recht sicher. Die restlichen Werte von dem Panzer sind eigentlich Standard, 400 Meter Sichtweite, 720 Meter Funkreichweite und
Damit hat sich der technische Part eigentlich schon so gut wie erledigt. Was habe ich bei dem Panzer jetzt eingebaut? Ich habe momentan im Gegensatz zum E50 habe ich hier keine Optik drin, sondern den vertikalen Stabilisator, weil ich die ersten Matches das gleiche Setup wie auf dem E50 gefahren habe. Und dann genau aufgrund von der APCR-Munition, wenn ich nicht voll eingezielt habe oder wenn ich sehr schnell geschossen habe und zum Beispiel seitlich auf Kettenräder ge geschossen habe, dann war es sehr häufig so, dass ich abgeprallt bin, weil der Winkel durch die APCR einfach durch die Normalisierung dann nicht gepasst hat. Deswegen habe ich hier die Optiken wieder rausgenommen, habe jetzt den vertikalen Stabi drinne. Und werde hier erstmal noch ein bisschen rumskillen, also sehen, dass ich hier diese Bewegungsskills etc. fürs Schießen während der Fahrt einfach noch ein bisschen nach oben bekomme. Dann kann ich das nochmal testen mit einer Optik. Also primär ist es eigentlich so, dass ich lieber Optiken auf Panzern spiele als vertikalen Stabi oder Waffenrichtantrieb, insofern der Panzer sehr gute Zielkreisweitungswerte hat. Und da ist der E50M ganz genau identisch zum E50, also die haben exakt die gleichen Werte, was das angeht. Von daher sollte das eigentlich auch passen. So, zum Munitionsloadout. Ach so, ja, hier noch Lüftung habe ich eingebaut, Lüftung Klasse 2, dann den Ansetzer, um einfach die Feuerrate zu erhöhen. Zur Munitionsbeladung 32 Schuss APCR, reguläre 14 Schuss Heat und 2 Schuss HE, also HE gerade für Waffenträger oder leicht gepanzerte Ziele, funktioniert das ganz gut. Heat brauche ich eigentlich kaum, weil du mit dem Panzer sogar frontal durch den Turm vom E100 schießen kannst, wenn der Winkel passt. Also die reguläre Munition hat hier genug Durchschlag, der Panzer hat die entsprechende Größe. Beim Leopard 1 zum Beispiel funktioniert es oftmals nicht, weil er einfach flacher ist und aufgrund dessen die Geschosse, wenn beide Panzer auf der Ebene stehen, noch eine Ansteigung haben, bevor sie die Turmfront vom E100 treffen und damit die Abprallwahrscheinlichkeit noch erhöhen bzw. die Panzerung vom E100-Turm noch erhöht wird. So, sonst habe ich hier eingebaut die große Ersatzteilkiste, weil der Panzer einfach durch den Heckmotor und das Heckgetriebe frontal nicht mehr brandgefährdet ist. Das heißt, ich habe hier eine große und eine kleine Ersatzteilkiste da drinne und einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten. Funktioniert recht gut, das Setup. Also die große Ersatzteilkiste habe ich nur drinne wegen der Reparaturgeschwindigkeit, weil die da einfach um 10% hochgeht. Ich habe, wie man sehen kann, noch keine Reparaturcrew auf 100%. Also ich hatte sie schon, aber ich habe jetzt im Rahmen des Events hier, St. Patrick's Days, das glaube ich, habe ich die Crew umgelernt, weil es momentan zu 50% billiger ist und habe einfach die Reparatur wieder nach ganz hinten gestellt. Das habe ich beim Leopard 1 ja auch schon getan, um einfach Perks, also Fähigkeiten, die erst mit 100% wirksam werden, vorschieben zu können, damit die ihre Wirksamkeit haben. Das heißt, ich habe jetzt gesamt, also wie man sehen kann, ist es im vierten, der Skill im vierten Skill. Ich habe alle Fähigkeiten, die erlernt sind, jetzt aktiv. Die Reparatur steigt jetzt einfach weiter an und die Reparaturgeschwindigkeit wird somit schneller. Was habe ich gelernt? Es ist, wie gesagt, das ist die Crew, die ging über den Panther 2 auf den E50 zum E50M und es ist die ursprüngliche Crew, die ich in meiner WOT-Anfangszeit auf dem VK 3001P hatte. Und in meiner Anfangszeit, in meinem damaligen Clan, hatte mir jemand gesagt, also ein Spieler, den ich damals für kompetent hielt, das Erste, was du auf einem Panzer lernen musst, ist immer Waffenbrüder. Das war in dem Wissen, das ich jetzt habe oder der Überzeugung, der ich jetzt spiele, war das ein ganz gewaltiger Fehler, weil ich einfach diese
Gefechte von 100% Basisskill bis zu 100% ersten Skill praktisch eine Fähigkeit erlerne, von der ich keinen Nutzen habe. Hätte ich jetzt Reparatur gewählt, hätte ich diese 100%, also von 1 auf 100% im ersten Skill, schon den Vorteil gehabt, dass meine Besatzung schneller repariert hätte. Hatte ich so nicht. Effektiv habe ich dann einen Panzer bis auf 100% Skill mit der Basiscrew gespielt, ohne weitere Vorteile zu haben. Deswegen hat mein E50M auch hier noch im ersten Skill die Waffenbrüder. Jetzt, wo sie aktiv sind und der Panzer im vierten Skill ist, werde ich die auch nicht mehr rausnehmen. Im zweiten Skill ganz klar den sechsten Sinn. Im dritten Skill habe ich jetzt hier den Mentor genommen. Aufgrund dessen, dass die Skillkosten einfach ganz enorm sind, wenn man sich das anguckt im Wehrpass. Also er skillt jetzt schon eine Weile auf 60% im vierten Skill. Ich brauche hier noch immer 5663 Erfahrung für das nächste Prozent. Und die Steigerung, die wird exorbitant, also das wird irgendwann richtig übel. Das gleiche habe ich ja bei meinem Leopard 1 auch schon. So, der Richtschütze hat hier ebenfalls natürlich Waffenbrüder und dann hat er die ruhige Hand. Der Panzer trifft extrem gut aus der Fahrt, deswegen habe ich hier auch die ruhige Hand genommen, um einfach aus der Bewegung während der Turmdrehung besser zu treffen. Dann ist der Scharfschütze hier aktiv. Scharfschütze auch aus dem Grund, dass der Panzer eigentlich eine recht gute Feuerrate hat, mit 7,9 Sekunden Reload ungefähr. Kann ich sehr, sehr gezielt Munitionslager, ähnliche Module beschießen und ausnocken oder Besatzungsmitglieder. Der Panzer hat eine extrem genaue Kanone, hervorragende Einzielzeit. Der ist sowohl im Nahkampf tauglich, der Panzer ist auch auf Distanz tauglich. Also mir macht er unwahrscheinlich viel Spaß, auch wenn ich jetzt die letzten Tage damit nur Pech hatte. Also meine übliche Winrate auf dem Panzer war mal 55%. Ich müsste jetzt irgendwo bei 50 oder knapp drüber liegen. Was daran lag, dass ich einfach... Ich wollte theoretisch nur Crew-Skillen auf dem E50M und habe dann als Strafe dafür sehr viele schlechte Teams bekommen und demzufolge auch extrem viel verloren. Steckt man manchmal nicht drin, kann man nicht ändern. Wird sich auch wieder ausgleichen, also ich spiele ihn trotzdem nach wie vor recht gerne. Es ist definitiv einer meiner Lieblingsszener, der Leopard 1 und der E50M sind da momentan auf weiter Flur, also die haben hier keine Konkurrenz. Der WTE ist da keine Konkurrenz, der E100 und der Jagdpanzer E100, die kommen da nicht mit. Finde ich deutlich besser, den E50M und den Leo 1. Gut, was könnte man beim Richtschütze als nächstes lernen? Also ich würde hier als nächstes den Büchsenmacher lernen. Und ich tendiere dann eher dazu, im sechsten Skill dann auf Brandbekämpfung zu gehen. Er brennt zwar recht selten, aber Tarnung macht einfach überhaupt keinen Sinn. Werde ich nachher noch im Tank Inspector zeigen, warum. Der Fahrer hat bei mir gelernt Waffenbrüder und als zweites Meister am Bremshebel. Das liegt daran, weil die Crew ja vom Panther 2 kam. Der hat eine relativ schlechte Wendegeschwindigkeit. Der E50 hatte auch eine recht geringe Wendegeschwindigkeit und der Meister am Bremshebel erhöht die um 2 Grad. Ist natürlich ein netter Bonus auf dem E50M, also ich komme dann auf 46 Grad Wendegeschwindigkeit, nicht auf 44, ein bisschen mehr Beweglichkeit. Das heißt, Kurvenfahren werden besser, Drehungen auf der Stelle, falls irgendjemand versucht, um einen rumzukommen. Man kann die Wanne besser zum Gegner ausrichten, etc. Also, ja, ein sinnvoller Skill auf dem Panzer. Im dritten Skill habe ich Fahren wie auf Schienen.
durch das, dass der Panzer sehr gut aus der Bewegung trifft, habe ich hier natürlich noch Fahren wie auf Schienen gewählt, weil ich dann einfach noch einen Buff drauf kriege auf die Fähigkeit, während der Fahrt zu treffen und im vierten Skill hier auch wieder Reparatur. Das nächste, was ich hier favorisiere, ist der Rambock. Den habe ich bis jetzt noch nicht genommen, weil die anderen mir wichtiger erschienen. Zudem gibt es bei Rambok gemischte Ansichten. Manche sagen, der Skill funktioniert nicht. Andere sagen, der funktioniert hervorragend. Deswegen habe ich den Skill erstmal weiter nach hinten geschoben. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, was passiert, wenn der vierte Skill auf 100% ist, ob ich dann letztendlich den Geländespezialist oder den Rambok anwählen werde. Es wird sich dann mit der Zeit noch zeigen. So, der Funker, das ist wieder dieses Wurstmitglied. Waffenbrüder, ganz klar, Weitsicht. Ich habe als dritten Skill hier Brandbekämpfung genommen, weil es mir ein einziges Mal passiert ist, dass ich einen Treffer erhalten habe. Da bin ich allerdings von mehreren Panzern umrundet worden. Das Gefecht war schon so gut wie gelaufen, aber ich habe einen Treffer ins Heck bekommen und angefangen zu brennen. Und deswegen habe ich jetzt hier Brandbekämpfung genommen, weil die Fertigkeiten beim Funker einfach fragwürdig sind. Die machen nicht wirklich Sinn. Der vierte Skill geht hier auch auf Reparatur. Ich habe keine Ahnung, was ich hier als fünften Skill nehmen werde. Ich würde mal auf Signalverstärker tippen, aber Tarnung kommt vielleicht auch noch in Betracht. Es reißt zwar nicht raus, aber ein bisschen Plus mag vielleicht ganz sinnvoll sein. So, dann haben wir den Ladeschütze. Der Ladeschütze, Waffenbrüder im ersten, ganz klar, damit alle fünf Crewmember die Waffenbrüder haben. Im zweiten die sichere Lagerung, um eben diese Wahrscheinlichkeit von Munitionslagerbeschädigungen zu minimieren oder zu reduzieren, wenn jetzt mal Treffer vorne in den Turm kommen oder irgendjemand in die Seite reinschießt. Dann habe ich den Adrenalinrausch. Der Panzer hat recht viele HP. 10% davon sind immer noch ein brauchbarer Wert, womit man spielen kann. Und da lädt der Panzer dann um 9,1% schneller nach. Das heißt, ich kriege noch einen Buff auf meinen Schaden pro Minute. Nehme ich mit. Und im vierten Skill ging es dann hier auch wieder auf Reparatur. Der fünfte Skill geht bei mir wahrscheinlich auf Vorahnung, könnte aber auch Brandbekämpfung sein. Ich lade hier relativ selten um. Die reguläre Munition bei dem Panzer ist so brauchbar, dass es eigentlich sehr, sehr selten ist, dass man Heat nutzen muss. Es gibt Leute, die spielen ihn sehr viel mit Heat. Also ich habe es schon mehrfach erlebt, dass ich damit nur mit Heat beschossen wurde. Paradoxerweise dann auch noch in die Turmfront, wo ich mir überlegt habe, du spielst den E50M mit Heat, mit 330 Durchschlag und schießt damit auf eine Panzerung, die 185 mm hat. Warum benutzt du nicht APCR, die reguläre Munition, die hat 270 Durchschlag, die kommt auch durch. Aber gut, das ist dieser Trend zur Goldmunition scheint aktuell irgendwie sehr stark vertreten zu sein. Kann ich nicht ändern. Muss mir zwar nicht gefallen, aber es ist halt einfach mal so. So, damit sind wir bei der Crew durch. Zum Panzer selber. Ich finde das Ding unwahrscheinlich spaßig. Gerade wenn man den mal zum RAM-Einsatz ansetzen kann und damit jetzt einen Leopard 1, einen Scout, eine Batchette, irgendwas leichteres, also insofern man das Fahrzeuggewicht der Gegner kennt, kann man damit horrenden Schaden machen. Ich glaube, kommt sogar in einem von den Replays, die ich dazu gesammelt habe für den E50M, kommt es auch vor. Habe ich es auch mal eingesetzt. Also eine sehr sinnvolle Sache. Durch diese 67 Tonnen, die durch 1200 PS angeschoben werden. Also das Ding mit 60 km/h oder bergab noch schneller, wenn das irgendwas trifft, was leichter gepanzert ist und vom Gewicht her leichter ist, da purzeln ganz ordentlich HPs. So, Panzerung noch geschwind. Ist die identische Panzerung wie der E50 hat. 150 Front.
80-80 Seite Heck, das war die Wanne. Es ist auch wieder diese sehr stark angeschrägte Frontpanzerung. Unterwinkel bauen sie auch wieder einiges. Die Turmpanzerung ist genauso wie beim E50 mit 185-80-80, also relativ schwach, aber der Panzer ist wie gesagt ein Bewegungspanzer. Kann zwar auch als Sniper gespielt werden, weil er da auch sehr gut funktioniert. Also es ist ein sehr, sehr flexibles Vieh. Das einzigste Manko, was er auch hat, was der E50 auch hatte, ist der negative Richtwinkel nach vorne. Der ist sehr, sehr schwach. 6 Grad, glaube ich. Die Angaben im Tank Inspector waren, glaube ich, 5 Grad. Ich hatte aber, ich glaube, im Wodwiki gelesen, dass es 6 Grad sind, kann ich jetzt aber nicht mal ganz genau sagen, aufgrund dessen, dass das Wodwiki momentan umgestellt wurde und es russisch ist, kann ich die Daten nicht mehr einsehen, weil ich einfach nicht mehr verstehe, was da steht. Ich habe es nicht so mit Russisch, habe ich niemals gelernt. So, Schadenswerte sind identisch wie beim E50, nur die Durchschlagskraft steigt, Feuerrate gleich, Turmdrehgeschwindigkeit gleich, Sichtweite auch bei 400 Metern und die Funkreichweite ebenfalls 720 Meter. Ich glaube, damit habe ich soweit alles gesagt, was zum Panzer gab. Dann kommen wir noch eben zum Tank Inspector und ich zeige euch dazu noch ein bisschen was. So. Ich habe den Panzer eben noch ausgestattet, wie er bei mir im Spiel ist, inklusive Crew Skills. Wir brauchen eigentlich gar nicht groß aufs Panzerungsmodell eingehen. Das Panzerungsmodell ist identisch zum E50. Wie man hier sehen kann, also diese Frontplatte, auch diese 260, zwischen um die 260 mm und beim Anwinkeln, wie man sehen kann, hier jetzt über 300 mm. Wir haben hier sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Abpraller. Die Turmfront ist wie gesagt die Schwäche. Die untere Wanne ist auch sehr leicht zu durchschlagen. Also hier mit 175 Durchschlag, so ab 175 Durchschlag aufwärts, je nachdem unter welchem Winkel getroffen wird, ist hier ein Durchschlag unten möglich. Die hat eine Dicke von 100 mm, die untere Panzerplatte, also die Lower Front Plate, wie viele sagen. Dann haben wir hier noch geschwind den negativen Richtwinkel, das ist alles, mehr kann er nach vorne nicht. Also wie gesagt recht schwach, aber auch wie beim E50 ist der negative Richtwinkel zur Seite besser. Also hier geht, wie man sehen kann, deutlich mehr. Von daher aber auch wieder mit Vorsicht zu genießen, genau wie beim Panther 2 auch und beim E50. Wenn man über die Seite schießt, dann muss man die Position so wählen, dass möglichst wenig vom eigenen Panzer zu sehen ist, beziehungsweise nicht in die Seite geschossen werden kann. Dann kommen wir noch zu den Tabellen. Wir haben den, wie gesagt, die Durchschlagswerte bekannt. Schaden pro Minute bleibt identisch zum E50. Wir bleiben bei 2952. Modulschaden 150 ist auch identisch. Feuerrate, Reloadzeit ebenfalls gleich. Munitionsmenge auch gleich, 48 Schuss. Die Granatenfluggeschwindigkeit ist in der regulären schneller, also 1478. Die Standardmunition auf dem E50 ist schneller als die Standardmunition vom E50M, weil es einfach ein anderer Munitionstyp ist. Und von daher war das auch schon wieder alles. Die Tarnwerte sind genauso bescheiden wie die vom E50. Sie sind, ich glaube, minimal besser, weil der Panzer etwas flacher ist. Das macht aber nicht viel aus. Ist ganz gering. Von daher macht der Tarnungsskill hier nicht wirklich Sinn. Den kann man erst im späteren Verlauf dann auswählen, wenn wirklich nichts anderes mehr verfügbar ist, wo man noch einen Bonus da drauf bekommen könnte. So, in meinem Setup, wie ich den Panzer habe und wie die Crew skillt, das habe ich eine Genauigkeit von 0,275, Zielerfassungszeit von 1,93. Die Zielkreisweitung kann man hier sehen. Also es sind extrem geringe Werte, genauso wie beim
E50, deswegen hatte ich den Panzer anfangs auch ohne vertikalen Stabi versucht zu spielen, aber ja, ich denke mal, es liegt an mir, dass ich da anfängliche Probleme damit hatte, weil das einfach wieder diese Umstellung AP zu APCR ist. Also dieses Normalisierungsthema. Die spezifische Leistung, wie man hier sehen kann, 19,12 ist nochmal deutlich höher als die vom E50. Das liegt an den 300 PS mehr, die ihr mitkriegt, und nur der 1 Tonne mehr, die ihr dafür mit Gewicht mitschleppen darf. Die Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit ist identisch. Der Geländewiderstand ist, glaube ich, ähnlich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also auf weichem Boden hat er auch wieder Probleme, da macht auch der Geländespezialist durchaus Sinn, aber da waren bei mir einfach andere Skills wichtiger. Er ist durch die hohe Masse auch relativ träge, was das Stoppen angeht, also der bremst auch relativ zäh. Wir haben Hitpoints von den Modulen sind identisch zum E50, wenn ich mich jetzt nicht schwer täusche, aber ich bin mir recht sicher, dass die gleich sind. Was relativ häufig kaputt geht, ist das Funkgerät, also das fliegt regelmäßig raus. Der Winkelspiegel wird öfter mal beschädigt. Geschütz hatte ich jetzt noch nicht so oft, dass sie mir das beschädigt haben. Motor auch noch nicht. Treibstofftank, Turmdrehkranz geht gerne mal flöten. Und das Munitionslager, wenn er ungeschickt von vorne in den Turm getroffen wird. Tja, das war eigentlich auch schon wieder alles dazu. Damit kommen wir noch fix zu zwei Replays, die ich vom E50M habe. Und da möchte ich dann einfach noch die Einsatzmöglichkeiten oder die Spielmöglichkeiten von dem Panzer verdeutlichen. In diesem Sinne gehen wir einfach mal ins Gefecht. So, das erste Video auf der Karte Live Oaks. Die Siegchance liegt bei 51%, prognostiziert hier XVM. Wenn wir uns das Matchmaking angucken, sehen wir, dass wir relativ viele Mediums haben. Der Gegner hat etwas weniger. Das heißt für mich, ich muss die Eisenbahnlinie recht offensiv bespielen und das werde ich hier auch gleich machen. Also so schnell wie möglich nach vorne und dann da möglichst viel Unheil anrichten. Die gegnerischen Heavys, wie erwartet, fahren als allererstes natürlich in die Stadt. Bis auf einen Medium gehen hier auch alle mit. Also der T44 fährt hier mit in die Stadt. Warum? Warum auch immer. Also gut bedient ist er da auf jeden Fall nicht. Vor allem in einem 10er Match nicht mit seinem recht schwachen Durchschlag. So, hier habe ich mich wohl offensichtlich verklickt. Habe es dann auch gemerkt, also hier habe ich das Auto-Aim aktiviert gehabt. Auto-Aim nutze ich bei dem Panzer auf weichere Ziele, recht schwach gepanzerte Ziele. Hier habe ich den E4 aufgeklärt. Den habe ich da nicht erwartet. Der IS-4 hält sich, glaube ich, für unsichtbar. Der kriegt hier direkt einen durch die untere Wanne. Wie man sehen kann, sehr schnelle Einzielzeit. Sehr gute Trefferwahrscheinlichkeit aus der Bewegung. Auto-Aim nutze ich des Weiteren, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Panzer verfolge oder einen Turm in eine gewisse Richtung drehen möchte, dann pinne ich den Turm ganz einfach über Auto-Aim auf den Gegner. So, hier ist vier wieder gespottet. Und er bekommt den zweiten durch die untere Wanne. Ich bin hier noch am Suchen, wie ich den Panzer am geschicktesten winkeln kann, um hier über die Seite spielen zu können. Ein Blindshot, der daneben ging.
Den E4, von dem möchte ich nach Möglichkeit keine abbekommen. Der macht ziemlich große Beulen in den Panzer. Aber der IS-4 kommt hier wieder kaum eingezielt. Der dritte Treffer in die untere Wanne. Wie man jetzt hier sehen kann. Na. Ah, lässt sich nur schlecht simulieren, aber man kann grob sehen durch den schlechten negativen Richtwinkel, den der IS-4 hat, und die Anwinkelung, wie ich zu ihm stehe, kann er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nur meine obere Frontplatte treffen. Ansonsten wäre das eine ziemlich riskante Position, die ich so auch nicht nutzen würde. So, ich sehe hier den E4. Der muss natürlich sofort noch eine kassieren. Fahr direkt wieder zurück, um mich hier verdrücken zu können. Der nächste. Also recht aggressiv spielen letztendlich. So, das war jetzt, wie gesagt, die obere Frontplatte angewinkelt. Hier habe ich zu schnell geschossen. Oder es war einfach ein Random Shot. Den Treffer, den habe ich wissentlich mitgenommen, weil ich den E4 ausschalten wollte. Mit der Wanne gespielt und den nächsten Schuss gebounced. Also kann sehen, hier die obere Frontplatte jedes Mal, bis auf den einen, der die Seite ging. Die obere Frontplatte bekommt der IS-4 nicht klein, außer die nutzen hier Heat. Und das ist der unglücklichste Umstand, der passieren kann. Die Artillerie hat sich auf mich eingeschossen und hat mir 600 Schaden gemacht, Munitionslager beschädigt. Und das musste ich natürlich sofort reparieren. An den IS-4 komme ich jetzt momentan nicht ran. Ich fahre weiter Schlangenlinien, versuche ein möglichst undurchsichtiges Bewegungsmodell zu fahren, um der Artillerie das Einzielen zu erschweren. So, der war auch klar, aber der IS-4 musste da weg, damit wir einfach offensiv weiter vorfahren können. Deswegen habe ich den einen Treffer mitgenommen. Jetzt wird es für mich aber Zeit, zurückzufahren. Der Leopard PTA, ich weiß nicht, was er macht. Der hat mich in dem Spiel, ich glaube, 2 oder 3 Mal blockiert und tierisch aufgeregt. Auf der Flanke ist nicht mehr viel. Unser 62A und T54 haben offensichtlich noch nicht mitgekriegt, dass in der Basis was schief gegangen ist, beziehungsweise dass unsere Heavys sich da aufrauchen haben lassen. Hier hätte ich geschickterweise oben rumfahren sollen. Wäre ich schneller vorangekommen. Aktueller Count ist 3000 Schaden. Ich bleibe hier sofort stehen, nachdem der IS-7 gespottet ist, beziehungsweise nachdem ich ihn sehen kann. Weil ich dann einfach noch außerhalb von der Sichtreichweite vom T-57 bin. Das war zu schnell geschossen. Ich ziele etwas tiefer und schieße noch einmal blind, falls die ISU sich nicht bewegen sollte. Der T-57 geht jetzt auf die, da wie ISU nochmal getroffen, der T-57 geht jetzt auf die rechte Seite von den Bahngleisen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit jetzt entweder vorzufahren, die Gleisseite zu wechseln. Hier haben wir den T-44, den ich hier noch gleich rausnehme. Der spottet uns auch und hier haben wir den Spezialisten nochmal. Und jetzt heißt es, die ISU noch kurz abfrühstücken, die sich wieder ein bisschen zu weit rausgewagt hat.
T57 genau im richtigen Moment zurückgefahren. Ich wechsle jetzt die Gleisseite, weil ich da einfach noch Deckung habe. Versuche nochmal das Objekt zu beschießen, gelingt mir aber nicht. Ist einfach noch in dieser Vertiefung keine Chance dran zu kommen. Seitliche Turmseite vom T57 Heavy geht immer. Diese Backen oder diese Formgebung wie Backen sind sehr leicht zu durchschlagen. Unser T54 schreibt gut Job, T62A. Ich weiß nicht, ob das ironisch gemeint ist oder ob das ernst gemeint war. Bin ich mir nicht ganz sicher. Der fährt jetzt zurück, warum auch immer. Also das ist mir nicht ganz nachvollziehbar, was der Spieler da treibt. Ich meine, er ist da vorne alleine gegen einen IS-3. Aber es gibt ja keinen wirklichen Grund, zurückzukommen. Bleibt jetzt aber stehen, nachdem er registriert hat, dass wir auch kommen. Ich weiß grob, wo der IS-3 steht. Da ist er wieder. Verziehe mich kurz hinter die Böschung. Nutzt dann aber die Brücke, um einfach mehr Geschwindigkeit mitnehmen zu können und nicht unten rumfahren zu müssen. Schwäche vom IS-3 ist der geringe negative Richtwinkel. Deswegen fahre ich hier vor dem Gebäude lang und bewege mich praktisch unter seine mögliche Feuerlinie. Und da habe ich ihn. Er scheint ein bisschen Panik zu schieben. Ich glaube, Panzer leicht aufgeschaukelt. Ziehe den IS-3 hier nochmal die Kette und erledige den Rest einfach durch den Massevorteil. 8 HP durch Rammen. Und der 5. Kill. Damit mache ich mich jetzt auf die Socken. Die Artillerie, da ist noch eine Rechnung offen. Sehr zufriedenstellend nebenbei war jetzt hier in dem Abschnitt vom Match, dass die Mediums beide, also es gab, wie man ja sehen kann, keine Absprache zueinander oder untereinander. Es ist keiner auf die Idee gekommen, jetzt zu cappen. Es ist von ganz alleine sind die Jungs losgedüst und haben das Interesse mehr oder weniger daran bekundet, die Artillerie auch noch zu killen. Und da ist er. Ich gehe hier sofort zwischen den Häusern durch. Will von hinten an die Artillerie ran. Hier den PTA nochmal splasht. Und damit sichere ich mir den 6. Kill. Das war mal das erste Gefecht. Kommen wir direkt zum Kampfbericht. Und der sah aus wie folgt. Durch die Events, die da am Laufen waren, gab es 215.212 Credits, 2.461 Erfahrungen, Überlegenheitsabzeichen, 1. Klasse und den Krieger. In der Teamauswertung haben wir hier ein bisschen mehr Schaden gemacht als die meisten anderen. Also die Tortoise hat noch ein gutes Spiel geliefert mit fast 4000 Schaden, also kann man nicht meckern. Ich habe 4524 Schaden, 6 Kills, 1173 Basiserfahrung erhalten. Der Prototyp hat hier mit knapp 3800, ein bisschen mehr als 3800 Schaden und 2 Kills auch noch einen wesentlichen Bestandteil dazu beigetragen. Der detaillierte Kampfbericht sagt, wir haben 21 Schuss abgegeben, 16 davon haben getroffen und 16 waren Wirkungstreffer, also 5 Schuss verschossen. Das waren Blindshots und dieser eine Schuss, der in die Botanik ging,
wo die anderen, ach nee, mehrere Blind Shots waren da dabei. Selber 5 Treffer erhalten, 3 davon mit Durchschlag und Nicht-Durchschläge waren 2. Das war potenziell erhaltener Schaden 3010 bei einem Panzer, der 2050 Hitpoints hat. Also wir haben schon wieder ein bisschen über die eigenen Verhältnisse gelebt, aber es funktioniert sehr, sehr gut mit dem E50M. Wir haben hier noch 1056 Spotting erhalten, muss aber Kettenabschuss gewesen sein, weil wir selber keine Gegner aufgeklärt haben, zumindest laut der Auswertung hier. 9 Gegner beschädigt, 6 zerstört, sind knapp 4,8 Kilometer gefahren. Und ja, ich weiß nicht genau, welche Events da dabei waren. Also netto waren es 173.098 Credits. 1759 Erfahrung plus diese, ja, irgendein Action-Payout, also da gab es noch irgendeine Belohnung drauf. 702 Credits ergab dann, 702 Erfahrung ergab dann halt 2461 EP und 87 frei. Das war Replay Nummer 1, dann kommen wir gleich zum zweiten. Hier muss ich wahrscheinlich erstmal noch kurz in die Settings. Fahrzeugstufe interessiert nicht, Servofadenkreuz interessiert. So. Karte Küste ist jetzt nicht die Optimalkarte für den E50M, was dadurch bedingt ist, der Kleine hat ja, relativ schlechten negativen Richtwinkel, und hier gibt es einige Möglichkeiten, über den Richtwinkel zu spielen, die aber auch bei vielen Situationen einfach die Notwendigkeit erfordern, über diese Kuppen drüber zu fahren, und das führt natürlich immer wieder dazu, dass wir uns, dass wir Stellen vom Panzer offenbaren, die nicht so gut gepanzert sind. Erstmal dem Anfangsverkehr ein bisschen entgehen. Und stelle mich erstmal hier in den Scoutbusch bzw. in den TD-Spot, werde hier aber direkt aufgeklärt und ziehe mich wieder zurück. So, Badshot und 2 Badshots und der Leopard sind schon durch. Über die 1er Linie war zu erwarten. Die tauchen entweder auf den Positionen auf, wo sie sich jetzt rumlümmeln, oder aber sie stehen letztendlich im Valley unten. Deswegen bin ich da nicht runtergefahren. Ich hatte keinen Bedarf, mich mit 3-10er Mediums zu duellieren. Das Matchup sagt ja auch ganz deutlich, dass die einfach den Vorteil an den Mediums haben. Und damit können sie mich dann auch leicht ausspielen, was ich hier natürlich vermeiden möchte. Suche hier nach Zielen. Warte noch auf den Borsig, der hier immer wieder hin und her fährt. Aber offensichtlich genug Glück hat, um nicht komplett rauszukommen. Oder Verstand, je nachdem. Dafür habe ich jetzt hier den Koch. Gehe hier nochmal auf die Kette. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Hatte aber allerdings schon so wenig HP gehabt, dass er den Schuss nicht mehr überlebt hat. So, wieder gespottet. Nochmals zurückziehen, warten, bis die Aufklärung vorbei ist. Wieder vorfahren und gucken, ob ich irgendwas beschießen kann. Bin mich aber momentan in der Situation schon am umorientieren, wie man sehen kann, also ohne Einzelzeit. Und damit ist für mich, glaube ich, in der Situation schon das Thema hier gegessen gewesen. Ich versuche noch irgendwie zu gucken, ob ich an diese Mediums rankomme, an die 2 Badshots und den Leo. Aber aus der aktuellen Position habe ich da keine Möglichkeit dazu. Somit wechsle ich jetzt die Position. Der Gedanke war hier,
zumindest einen rauszunehmen, also mit Beschuss und Rammen, weil es beide sehr leichte Panzer sind, also Leopard 1 und Bedjet haben beide sehr wenig Masse und kaum Panzerung. Allerdings lümmelt mir da noch ein Objekt 263 in den Plan. Da sind die Kameraden mit den Mediums wieder. Dreiundsechzig ist auch nicht mehr zu beschießen, das hat sich jetzt versteckt. Dafür habe ich jetzt hier also mit Auto-Aim. Die Bedjet ist so weich gepanzert, dass ich hier ohne Probleme durchkomme. Und jetzt kommt das, was ich schon angesprochen hatte, der Massevorteil. Ich warte, bis der E50M nachgeladen hat. Und 718 Schaden durch Rammen. Ich habe selber 225 erhalten, die Kette zwar verloren. Aber die Wedge hat mit dem Rammangriff aus dem Match genommen. Und damit haben wir fast 1500 Schaden insgesamt an der Wedge gemacht. Und ja, das ist eine der nicht zu unterschätzenden Fähigkeiten vom E50 und vom E50M, diese Rammangriffe mit hoher Geschwindigkeit durch die hohe Fahrzeugmasse und die starke Frontpanzerung. 3321 Schaden momentan, 2 Kills, also noch nicht so wirklich viel. Wurde gespottet, das heißt, die Artillerie muss hier irgendwo in der Nähe rumlümmeln. Der Plan ist natürlich, der auch noch den Tag zu verderben. Artillerie wieder weich gepanzert. Also da gehe ich auch nicht wirklich in die Scope-Ansicht. Ich gucke, ob ich den erfassen kann. Beim WT jetzt jedoch schon. Also der ist manuell gezielt. Artillerie war Auto-Aim. WT Auto-Aim ganz einfach aus dem Grund, dass ich hier die Kette demontieren will. Und damit haben wir 4431 Schaden und 4 Abschüsse. Und wir kommen noch zum Kampfbericht. So, 167.349 Credits, 1742 Erfahrung, Überlegenheitsabzeichen, zweite Klasse. In Teamscore können wir sehen, nach Erfahrung sortiert, stehen wir auf dem ersten Platz. Zweiter Platz von der Artillerie, die hat ja auch echt ein gutes Spiel geliefert mit 2300 Schaden und 3 Abschüssen. Wir haben 4431 Schaden, 4 Abschüsse, 968 Erfahrung. Die gegnerischen Mediums recht effektiv blockiert oder aus dem Gefecht genommen. Das Zusammenspiel hat da echt gut funktioniert. Wer jetzt weniger erfolgreich teilgenommen hat, das waren unser E100 oder IS-7. Und im detaillierten Bericht sehen wir 10 Schuss abgefeuert, 10 Schuss getroffen, 10 Wirkungstreffer. Das heißt eine 100% Trefferquote und haben damit 4431 Schaden erzielt. 7 Gegner beschädigt, 4 zerstört, haben noch 2557 Aufklärungsschaden erhalten, sind knapp 1,8 Kilometer gefahren. Netto blieb danach Abzug von Reparaturkosten und Munitionskosten ein Reingewinn von 152.000 Credits, also zu 152.404 bei 1452 Erfahrung plus Bonus 290, also war irgendein Event wieder. Ich glaube, das lag an den Kills. Also entweder war es über 3000 Schaden machen oder es war mehr als 3 Kills. Weiß ich nicht mehr genau. 72 freie Erfahrung gab es noch fürs Gefecht. Und damit sind wir auch schon durch. Insofern das hilfreich war, würde ich mich über Kanalabos und Likes freuen.
Wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen und melde mich hiermit ab.